Konsole. Na los, Etta. Zeit, nach Hause zu gehen. Elizabeth Sobeck. Alpha Prime. Masterüberbrückung aktiviert. Stelle Originalcode für Elta-Unterfunktion wieder her. Okay. Und jetzt zurück damit zu Gaia. Super. Sein, die heute in Hikaru vor Jahren sah. Alle Visionen sind verändert. Und diese hier. Tja, ich würde sagen, wir haben da ein bisschen was verändert. Aloy, hierher. Reden Sie. Ja, ich weiß, bin doch dabei, Mädchen. Ah, das White House. Bitte, Aloy. Die Visionen im Hain sehen jetzt anders aus. Diese erschien gerade. Tja. Steckst du dahinter? Klar. Veränderte Visionen. Die hier hat Häuptling Hikaru inspiriert. Noch mehr Zeugnisse der Alten? Hört nun die Worte, die ein Volk wieder vereinten. Nach den tragischen Ereignissen des Krieges trat Anne Faraday, die treibende Kraft hinter den Versöhnungsversuchen, vor eine Nation, die Hoffnung brauchte. Die Zukunft, durch die Linse der letzten Zeit betrachtet, macht uns Angst. Kriege gegen Maschinen. Essen und Wasser sind knapp. Stürme, die uns vertreiben. Aber wahrer Mut bedeutet, sich diesen Ängsten mit Überzeugung zu stellen. Ich leite diese Friedenseinsätze mit tapferen Männern und Frauen, Marschällen des neuen Südwestens. Und ich bin überzeugter denn je, dass wir für ein gemeinsames Ziel alles schaffen können. Mit mir, mit uns gemeinsam, schafft ihr so eine Nation und eine Welt ohne Not und Krieg. So hat der Lümmel das also gemacht. Melde mich zum Dienst, Kommandantin. Ich begleite dich. Aber Hikaru braucht dich. Dank dir hat er neue Marschälle. Und gute Argumente für die Clans. Also kämpfe ich für deine Mission. Widme ihr das, was ich noch geben kann. Das ist meine Wahl. Wie könnte ich dazu Nein sagen? So. Da will jemand zu uns stoßen. Hol ihn in den Ausläufern ab und begleite ihn dann den Rest des Wegs. Stimmt, wir müssen Truppen sammeln. Geh in die Berge, westlich von Rheinklang. Eine Freundin erwartet dich am Aufstieg. Ich stoße später dazu. Eine Freundin von dir? Das wird interessant. Keine Angst, da kommen noch Männer. Gehst nicht in ein Harem. Gut, nicht jeder denkt so wie ich. Gut, ich muss Aether zurück zu Gaia bringen.
Durch Etas Entnahme haben sich die anderen Hologramme verändert. Das könnte ich mir anschauen. Ja. Aber ich will eigentlich gerne noch ein paar Nebenquests machen. Wir sind Stufe 26, ne? Wir haben eigentlich gar nicht so viel, ne? Nahkampfplätze sind mir relativ... Wumpe. Na komm, drauf geschissen. Da eigentlich versuchen... Ah, ich glaube, ich komme hier nicht durch. Noch nicht. Nee. Komm, ist egal. Machen wir weiter. Zur Not mache ich dann, wenn die Story durch ist. Spiel ich noch mal ein bisschen für mich. Mach die eine oder andere Nebenquest. Gibt es eigentlich PlayStation-Spieler unter euch hier bei den Zuschauern? Weil würde mich mal interessieren. Und falls ja, ob ihr Spiele kennt, die ich mir mal angucken sollte. Meinst du so? Oh! Du schwingst keinen Hammer, Erend. Versuch's mal etwas sanfter. Meine Wurstfinger sind nun mal nicht sehr sanft, okay? Zurück. Folge der Linie. Rechts. Das andere rechts. Ich hab sie gesehen. Aloy hat sie im Norden gefunden. Hab ich dich. Feige Verräter! Das seid Das viele. Nennt man Concussion Beat Party oder so. Das nenne ich Musik. Aloy! Alan, es geht dir besser. Und du bist hier. Schön. Es geht nur weiter, wenn du dein Ding durchziehst. Wenn wir schnell lernen, helfen wir dir dabei. Du brauchst jede Hilfe, die du kriegen kannst, hm? Ja. Es liegt aber noch viel Training vor uns. Man wird nicht an einem Tag zu einem Jäger. Jeder Same wächst in seinem eigenen Tempo. Was nicht heißt, dass er nie blüht. Dein Tenakt-Freund ist angekommen. Kotalo. Ich habe gehört, ihre Krieger trinken Blut. Solltest wachsam sein. Ich denke, er hat in seinem Leben genug Blut gesehen. Ich habe ihm eins der Zimmer gegeben. Er scheint Wert auf Privatsphäre zu legen. Sieht aus, als hättest du alles unter Kontrolle. Ich sollte das zu Gaia bringen. Gut, wir trainieren weiter. Holen so schnell wie möglich auf. Ich träume schon von Glyphen. Tja, während du dich amüsiert hast, habe ich mit Gaia versucht, mehr über die Landgötter herauszufinden. Also, so wie ich das sehe, brauchst du dringend etwas Übung. Aha. Komm mit. Jetzt bin ich die Jungfrau, geh mit und versenk das Ding. Oh, ich habe Talana deine Nachricht überbracht. Sie wollte zum Osseram-Lager, das ihr beide gesucht habt, im Südwesten. Die Alten haben so viel Wunderbares erfunden, um anderen zu helfen. So. Wunderbar. Willkommen zurück, Aloy. Hallo, Gaia. Wenn du bereit bist, verschmelze Äther mit mir. Oha. Anschließend muss ich etwas Wichtiges mit dir besprechen.
So, was wolltest du besprechen? Als du weg warst, empfing ich eine ungewöhnliche Nachricht auf meine Eluthia-Frequenz. Eluthia? Eine Unterfunktion, die bisher unsichtbar war? Ja. Die Übertragung war so langsam, dass ich sie anfangs für zufälligen Datenmüll vor dem Hintergrundrauschen hielt. Nachdem ich es dann bemerkt hatte, dauerte es, bis ich die Nachricht vollständig zuordnen konnte. Eieiei. Koordinaten. Wohin führen sie? Zu einem Berg im Nordwesten dieser Einrichtung. Sei jedoch gewarnt, Aloy. Möglicherweise ist diese Übertragung echt. Aber sie könnte auch von jemand oder etwas anderem stammen. Du meinst, es ist gar nicht Eluthia? Bin mir nicht sicher. Was ist SOS? Ein Code der alten Welt. Ein Notsignal. Ein verzweifelter Hilferuf. Warum schickt Eluthia eine kodierte Nachricht auf einer Frequenz, die nur ihr beide nutzen könnt? Das war wohl nur zur Vorsicht, um nicht entdeckt zu werden. Oder zumindest sollte es so aussehen, als sei das das Ziel. Ich weiß auch nicht, warum Eluthia erwarten würde, dass ich das Notsignal überhaupt hören und darauf reagieren würde. Soweit Eluthia weiß, bin ich inaktiv. Also ist Eluthia entweder in Schwierigkeiten und sie hoffte, dass du da draußen bist. Oder jemand will uns an diese Koordinaten locken und tut so, als wäre er Eluthia. Zu diesem Schluss komme ich auch. Vielleicht können das die Zehn. Könnten die Zenith die Übertragung senden? Den Daten aus deinem Fokus zufolge haben die Zenith den anderen Gaia-Systemkern aus dem Hades-Versuchslabor. Möglicherweise haben sie daher Zugriff auf meine internen Frequenzen. Vielleicht wollten sie, dass du antwortest und deine Position preisgibst. Könnte sein. Doch die Übertragung ist hochgradig atypisch. Wenn sie wollten, dass ich meine Position verrate, dann wäre die Nachricht doch wohl unauffälliger gewesen. Okay. Dann sind sie es wohl doch nicht. Die Koordinaten führen zu einem Berg im Nordwesten. Was ist dort? Ich weiß von nichts in dieser Gegend, das von Bedeutung wäre. Okay, und was ist mit der anderen Zahl in der Nachricht? 237. Weißt du, was das bedeutet? Laut meinen verfügbaren Datenbanken scheint sie keine größere Bedeutung zu haben. Vielleicht wird ihre Bedeutung erst bei den angegebenen Koordinaten klar. Okay, ich gehe mal dorthin und sehe nach, woher die Übertragung kam. Ohne Hilfe? Ha! Niemals! Erend und Wahl sind per Fokus in diese Unterhaltung mit einbezogen. Ich stimme zu, du solltest hier nicht allein vorgehen. Wenn's eine Falle ist? Klar könnte es eine sein. Aber wenn es Eluthia ist, dann hat sie Ärger und ich muss sie zurückholen. Keine Angst. Ich bin vorsichtig und... Wir begleiten dich. Gut. Holt eure Sachen. Wir warten am Westausgang, falls du noch Ausrüstung verbessern musst. Aloy. Wie raffiniert von dir, Wahl und Erend in unser Gespräch einzubringen. Es freut mich, dass du ihre Hilfe akzeptiert hast. Widerwillig. Möchtest du noch etwas besprechen, bevor du aufbrichst? Was hast du noch zu erzählen? Wie geht es Kotallo? Ich erkenne, dass der Verlust seines Arms ihn noch immer schmerzt, obwohl er dies nicht geäußert hat. Ich könnte ihm bei seiner Genesung assistieren, wenn er interessiert ist. Wirklich? Das wird er sicher sein. Und wie läuft es hier so? Zoe hat die Morphologie ihrer Landgötter studiert, um ihre Krankheit zu verstehen. Ohne die Fähigkeiten von Hephaestus
bin ich leider nicht in der Lage, ihre Programmierung zu korrigieren. Jedoch sind Zoe und ich optimistisch, einen alternativen Weg zu finden, sie zu heilen. Gut, bleib dran. Was gibt's Raul noch? Und Zoe scheinen gern Zeit gemeinsam zu verbringen. Das stimmt. Beim Studium der alten Weltdaten entdeckte Zoe Referenzen zu einem Lebensstil, der Vegetarismus genannt wurde. Ihr gefielen die Ähnlichkeiten zu den Bräuchen der Utaru und sie ermutigte Val, diesen Lebensstil auszuprobieren. Und wie war das? Sie stimmen überein, anderer Meinung zu sein. Ich gehe dann mal los. Ich wünsche dir eine sichere Reise. Na dann, Glückwunsch, Justin. Gut, ja. Da wollte die Zoe wohl den Val dazu überreden, Vegetarier zu werden. Und der Val hat gemeint, ja, nee. Ich konnte einen weiteren Raum im Hauptwohnbereich öffnen. Cool. Ich schaue mir das mal an. Der Raum sieht jetzt anders aus. Warst du das, Gaia? Ja, ich habe die Displays umfunktioniert. Du kannst jetzt die Brutstätten verfolgen. Interessant. Sieht schon geil aus, ne? Das ist ein Arm Flughorn, okay. Von denen du Daten hast. Aloy. Schön, dich zu sehen. Ich schätze, du hast eine Menge Fragen? Ich wurde über den Feind und seine Absichten informiert. Deine Freunde zeigten mir die Vision, die du hier aufbewahrst, Gaia, und gaben mir diesen Fokus. Ich gebe nicht vor, alles komplett zu verstehen. Ich muss nur wissen, wo ich trainieren und wann ich kämpfen muss. Na dann, willkommen im Team. Was siehst du dir da drüben an? Die anderen haben mir geholfen, die Symbole zu entziffern, die der Fokus zeigt. Also habe ich versucht, die Waffe zu verstehen, die du gegen den Feind einsetzen willst. Dieser Hephaestus. Ist er in der Lage, Maschinen herzustellen? Die Gaia gehorchen? Ja. Wie viele? So viele wir brauchen. Solche Macht. Hat die Welt je dergleichen gesehen? Ja. Jetzt, da du weißt, wer der Feind ist, hast du irgendwelche Fragen? Ich gebe zu, es fällt mir schwer zu begreifen. Aus dem Himmel. Und unverwundbar. Noch. Ich überlasse die Strategie dir. Du wirst meine Klinge einsetzen, wo sie am tiefsten schneidet. Guter Mann. Was hältst du von unserem Trupp? Sie scheinen kampfbereit. Obwohl es seltsam ist, eine Utaru in den Reihen zu sehen. Bauern sind keine effektiven Soldaten. Sie schienen recht effektiv zu sein, als sie die Maschinen besiegte, die diese Basis bewachten. Interessant. Vielleicht irre ich mich. So. Ich würde gerne wissen, wie es mit seiner Ich sollte los. Du kannst gerne Hikaru und deine Leute besuchen. Die Türen stehen dir offen. Das werde ich. Ich habe gehört, dass Val und Erend dich auf einer Mission begleiten. Du brauchst du meine Unterstützung? Du und Zoe müsst die Basis bewachen, während wir fort sind. So soll es sein. Mögen die 10 mit dir sein. Ja, ne? Aloy, in der Kiste haben wir Vorräte gesammelt. Nimm dir, was du brauchst. Ich nehme einfach alles. Val mag wohl seine Trainingspartnerin. Lernen kann man am besten gemeinsam. Warst du mal wieder in Reinklang? Ich habe daran gedacht, aber ich wüsste nicht, was ich sagen soll. Einfach hallo. Im Chor bin ich bereits ein Dorn im Auge. Wüssten sie, was wir mit Fa, selbst wenn sie es verstünden, könnten sie nur wenig begreifen von. Also mit Farbkorrektur sieht es wesentlich besser aus. Nein.
Ich muss den Stamm vorerst. Die Frage ist, wollt ihr das? Oder wollen wir es? Na gut, ich sollte wohl aufbrechen. Ja, ich habe genug gelabert. Stimmt es, dass du ein Signal von einem der Gaia-Sprosse untersuchst? Vielleicht. Wir wissen es erst, wenn wir nachschauen. Seid vorsichtig. Werden wir. Ich bring dir deinen Wal schon zurück. Da ist sie ja. Kann es dann losgehen? Klar, let's go, Boys. Gehen wir. Schau uns an. Drei knallharte Veteranen brechen ins Unbekannte auf. Das wird der Hammer. Ich mag den Erend. War ja mal wieder klar, dass der Notruf von einem echt steilen Berg kommt. Abschaum. Fuck. Was ist das? Was zum Henker? Das zu fassen. Die hat was abgekriegt. Wahl, sieh nach, ob da drüben etwas ist. Bin dran. Wir sehen uns das Schlachtfeld an. Erstmal zu dieser Szene. Nun, es gibt offenbar noch mehr Szene jetzt, als wir dachten. Du hast tatsächlich einen besiegt. Hättest fast nicht überlebt. Dieser Schnee dämpft alle. Irgendwie konnten die Rebellen ihren Schild ausschalten. Aber warum war sie hier? Ich kann auf ihre Kommunikation zugreifen, aber ich werde auch das Schlachtfeld scannen. Was war mit dieser irren Waffe der Zenith? Offenbar konnte sie sie kommen und gehen lassen. Aber jetzt ist sie weg. Herr Bena, interessant. Ich warte hier. Das ist also ein Phantom. Dieses Phantom hatte Anweisungen, beim Sichern des Ziels zu helfen. Was dieses Ziel wohl ist? Wie Sutter weiterhin überwachen? An Gebiri gesendet. Greife Ziele an. Weh Butter? Das ist wahrscheinlich die hier. So ein Chaos. Schade. Also die hat gut was auf die Backen gekriegt. Das erstaunt mich jetzt ein bisschen. Kann ich nicht pflücken. Gut, finde ich super.
Aufsacher mit einem Fokus. Offenbar hat er Daten über die Waffe an jemanden gesendet. Oh. Oh. Die Waffe ist noch heiß. Ich muss herausfinden, wie sie funktionierte. Da war der Router-Cup. Aber vorher muss sie abkühlen. Aber wir sind noch da. Schwierig, schwierig. Aber die haben es hingekriegt, ne? Was ist hiermit? Jetzt haben sie alle abgeschaltet. Wahrscheinlich. Oh, Pirscher Pfeilgewehr. Geilo Milo. Der Nacktrebellen, ein Osram, eine Zenith und eine Irremaschine. Ich brauche einen Drink. Ich auch. Seid ihr noch da? Oder wieder? Je nachdem. Kann ich aus dem Vorrat nehmen, wenn ich es brauche. Da ist noch was. Hier hatten die Rebellen wohl länger ein Lager. Haben sie die Gegend beobachtet? Okay. Ich glaube, ich weiß, was hier passiert ist. Ich sollte zurück zu Erend. Wie das rauscht. Bist du dir sicher, Aloy? Ich hätte keine Ahnung. Aber erzähl mal, Mädchen. Was hast du rausgefunden? Das war ein geplanter Angriff. Ich fand ein Lager. Da oben. Die Rebellen hatten den Ort hier mindestens ein paar Tage lang beobachtet. Sie warteten darauf, dass die Zenith auftaucht. Nur um die Waffe zu testen. Die Zeniths haben einen Schild, der sie unverwundbar macht, aber die Waffe hat ihn ausgeschaltet. Der Osram, der sie bediente, hat Daten darüber weitergeleitet. Das Ding war wohl nur ein Prototyp. Ich kenne Bastler, die das so machen. Erst ein paar Versuche, bevor es richtig losgehen kann. Es war wohl noch nicht serienreif, als es explodiert ist. Sie suchte etwas, das sie verloren hatte. Ihre Drohne hatte den Befehl, das Ziel zu finden. Und das Ziel... Ich hatte meinen Router-Cup. Unterfunktion, die wir hier suchen. Da solltet ihr mindestens ein paar Sekunden Hänger gehabt haben. Ich weiß nicht. Dann komm, gehen wir zur Wahl. Also interessant und actiongeladen ist das Spiel auf jeden Fall. Ja. Ich würde mir da auch das Krönchen da geht's tief abfrieren. Runter. Irgendwas hat sich in den Berg gegraben. Sieht frisch aus. Was auch immer das war, es war sehr mächtig. Die Zenith, die die Rebellen töteten, hatte ein gewisses Ziel gesucht. Ich weiß nicht, was es ist, aber ich schätze, es ist da unten. Na schön, dann mal runter. Erend, du bleibst hier und passt auf. Die Zenith ist nicht die einzige ihrer Art. Ich will nicht überrascht werden, wenn die anderen auftauchen. Melde dich per Fokus, wenn dir etwas auffällt.
Okay, wenn Ärger auftaucht, melde ich mich. Los geht's. Alter. Hier unten ist eine Ruine der alten Welt. Du sagtest, die Zenets hätten ihr eigenes Backup von Gaia? Ja, aus dem Testlabor. Vielleicht waren sie hinter Eluthia her. Sie fanden ihr Versteck und sie sendete das Notsignal. Vielleicht. Warte mal. Warum ist das so weit? Fällt das wieder runter? Wertgegenstände. Naja. Also viel zu entdecken gibt's hier jetzt nicht. Sieht wie eine Art Rechenzentrum aus. Von der Konsole aus kann man wohl auf alle Systeme zugreifen. Zugriff auf Speichereinheiten, Datenübertragung eingeleitet. Operation ausgesetzt. Fusionsreaktor entbei. Okay. Das war jetzt nur so ein Protokoll, was passiert wäre. Frage ist, kriegen wir die auf? Nee, ne? Ich weiß, Wahl, da muss ich hin. So einen Sender habe ich noch nie gesehen. Sieht nach Selbstzerstörung aus. Diesen Ding traue ich nicht. Das war ein Far-Zenith-Forschungslabor. Von hier aus wurden kürzlich wohl große Datenmengen gesendet. Von dem Gerät in der Nähe. Eluthia ist also weg? Vermutlich. Wenn sie überhaupt je hier war. Aber warum haben die Zeniths dann nach dem Ziel gesucht? Sehen wir uns weiter um. Ich guck jetzt hier nochmal. Wenigstens scheinen in dieser keine Killermaschinen zu sein. Oder etwas, das du hochjagen kannst. Ich bin mir da nicht so sicher, Aloy. Ich muss mal gucken, wie lange ich noch mache. Weil es ja doch recht spät ist. Kann ich die Tür aufstemmen? Nein. Warte mal. All dieses Zeug. Ich frage mich, was sie hier gemacht haben. Wie ich Far-Zenith kenne, haben sie hier Erstaunliches entdeckt. Zu ihrem eigenen Nutzen. Klar, warum denn nicht? Das klingt wahrscheinlich. Muss mich raten, hier muss ich durch. Ektogenese-Kammern. So wie die in einer Zero Dawn-Ursprungsanlage. Wozu dienten sie? Ich hab doch gesagt, ich wurde gemacht, nicht geboren. Damit geht das. Eine Maschine, die Menschen macht. Immer größer. Das ist unglaublich. Je weiter wir... Ja,
Daniel McGill. Okay. Datenbeschädigung minimal. Claire, ich wünschte, du wärst beim Gespräch mit Zero noch dabei gewesen. Wer auch immer den Deal mit ihnen ausgehandelt hat, ist ein Genie. Ein bisschen altes Technikzeug, das bei uns im Lager verstaubt, gegen eine Kopie des gesamten, gesamten menschlichen Wissens, wenn das kein gutes Geschäft ist. Und der Jeep, der für die Illusia-Unterfunktion zuständig ist, Patrick Brockert Klein. Man konnte seine Augen förmlich funkeln sehen, als er uns mit Fragen über die Konstruktion der Ektogenese-Kammern gelöchert hat. Es war, als ob wir ihm Katzenminze vor die Nase halten. Wie auch immer, sie wollen zusätzliches Material über die Nahrungszufuhr. Die oberen Etagen haben ihr okay gegeben. Also schicke ich ihnen alles, was wir haben. Bora Klein wird sich vermutlich vor Freude in die Hose machen. Damn. Alles klar. Wer hat das nicht schon mal getan? Einfach vor Freude in die Hosen geschissen. Vielleicht haben sie hier ja den Dingsbums, den Klon von Elizabeth Sobeck her. Wovon die Aloy ja auch einer ist. Der Ort hier ist ja riesig. Eine Art Lagerraum. Vielleicht ist das Ziel ja hier irgendwo. Falls ja, konnte die Zenith es irgendwie nicht finden. Sehen wir uns mal um. Also, wie kommt Erin mit all dem zurecht? Wirklich. Naja, Gaia, Zenith, der Fokus. Es ist viel. Aber als ich ihn im Schrecken fand und sagte, dass du Hilfe brauchst, ließ er sofort alles fallen und kehrte um. Er ist loyal. Das steht fest. Vorratskisten. Ich habe das Gefühl, dass hier wieder irgendwas passiert. So eine riesige alte verrostete Anlage. Eine Steuerkonsole für die Speichereinheiten. Kann sie uns sagen, ob das Ziel in einer ist? Tja, finden wir es raus. Würde ich hier auch gerne mal einfach mal angucken. Aber lass ich sag ganz ehrlich, ich inspiziere mal die Arena. Weil ich das Gefühl habe, dass hier irgendwo was passiert. Ich habe das Gefühl, hier kommt entweder eine neue riesige Maschine. Oder irgendwie wird es wie beim ersten Mal, als wir gegen die Lümmel gedreht sind, dass alles überflutet. Irgendwas passiert hier. Du kriegst hier nicht umsonst alles voller Loot. ...236 Behälter werden gelagert. Bitte geben Sie die gewünschte Behälternummer ein. 236? War da nicht eine Zahl aus dem Notrufsignal? Ja. Steht im Protokoll. Na, super. In welchem Protokoll? Ich hab's gefunden. 237, Vorsicht. Na super. 236 Behälter werden gelagert. Bitte geben Sie die gewünschte Behälternummer ein.
Du weißt, was passiert. Hast du dir das schon spoilern lassen? Oder kannst du dir das wie ich nur denken? Die kleine kennen wir doch. Wahrscheinlich bei Gronkh. Aloy. Das bist du. Kalt wie Eis. Das stammt wohl von ihrem Kopf. Aber wieso? Hallo, Elisabeth. Ach, sorry, ich weiß nicht, wie ich dich sonst nennen soll. Mein Name ist Peter. Ich muss mich kurz fassen. Mir bleiben nur ein paar Minuten, bis man bemerkt, dass ich weg bin und ich muss noch das Implantat entfernen. Ich wollte bei dir Schutz suchen, aber wenn du das siehst, bin ich wohl tot. Hüte dich vor Vasenev. Sei vorsichtig, sie sind gnadenlos und haben jetzt Eluthia, Artemis und Apollo. Aber ihnen fehlt der Gaia-Kern als Basis. Ja. Du musst Erfolg haben. Sonst war alles umsonst. Viel Glück. Und adieu. Also... Sie lebt noch. Wir müssen sie zurück... Oh Mist, sie können fliegen! Aloy! Aloy, kannst du mich hier nicht hören? Was ist los, Erend? Zwei von den Phantomdingern sind runtergefallen. Null. Eins von denen ist auf dem Weg zu dir. Das andere wartet hier oben. Fuck. Wir kommen hoch. Bleib in Deckung, bis ich da bin. Alles klar. Ja, YouTube. Bis zur nächsten Aufnahme. Raum in Deckung. Was immer passiert, sie bleibt bei uns. Ich beschütze sie. Ja, wir sind schon viel zu lange. Weiß nicht, wie lange das jetzt dauert.